Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Monkey the Ruffy und bin unterwegs auf Fjorde mit den Rheinmetallbronze Waffenträger. So, wir sind im Westen gestartet. Hinter uns der BZ 176 hat hier seine Raketen gezündet. Ja, die Karte ist halt sehr eingeschränkt, man hat halt wenig Sachen, was man machen kann. Ich wollte mal gucken, ob ich vielleicht an so einen Light rankomme. Komm ich auch mal nicht. Steht 2:0. Schaut ein wenig vor sich hin. So. TS5. Jetzt hier ein Ei. So, ich bin aufgegangen. Er geht wieder auf. Dann ist die Hälfte der Trophäe. Macht auch geile Moves. Leider bin ich nachgeladen. Wenn das so fast ist, kann ich im Sinn schießen. Und ich bin nicht dran. So, steht 3:3. 3:4. Es ist sehr spannend, die Runde. Richtung, los geht's. TS5 stehen sollte. Bin auch wieder aufgegangen. Hat zum Glück noch meine Kette kaputt gemacht. Fünfte, sechs. Die Runde ist immer noch sehr spannend. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Mit dem zweiten Schuss, den wir auf ihn treffen. Das heißt, wir müssten schon mal so 1500 Schadenspunkte gemacht haben. Als ich hier vorgefahren hatte, bin, wollte ich eigentlich gucken, ob ich irgendwie die Heavys mit flankieren kann. Leider habe ich nicht auf die Minimap geachtet. Eigentlich ein dummer Fehler. Also ist mich erst jetzt aufgefallen, dass der BZ und der andere sich ja zurückgezogen haben. So, jetzt haben wir hier ein BZ 136, AV2. Kette wurde getroffen, sie kann jeden Moment reißen. Ja, ich werde auch nicht getroffen.
habe ich bei dem WZ-Messer aufgepasst, krieg ihn mit. Kann ich einen geben, 7 auf 8 Schaden. Aber da habe ich selber leider rausgenommen. Im Stand von 6 zu 9. Und eigentlich in dem Stand habe ich schon gedacht, jetzt war's. Die Runde ist verloren. 8 zu 9. Auch wenn unsere HPs deutlich höher sind. Aber die Runde geht schon eine ganze Weile. Und sie wird auch gewonnen. Und würde sagen, wir gucken uns auch schon mal sehen. So, jetzt noch das Gefechtsergebnis. Wir haben Überlegenheitsabzeichen 3. Klasse gemacht. Wirkungsfeuer 2208 Schaden. Damit haben wir den drittmeisten Schaden. Ein Kill, 690 Spaßerfahrung. Und wie wir sehen, 5 haben bei uns überlebt. Das heißt, wir haben 15 zu 10 gewonnen. Eine relativ knappe Entscheidung. So, ich habe 4-mal geschossen, 3-mal getroffen, 3-mal penetriert und 1500 Schaden auf über 300 Meter gemacht. Das war der TS-5. Insgesamt ging die Runde 7 Minuten 37 Sekunden. Ich war im Gefecht 5 Minuten und 12 Sekunden und habe 5245 Credits Minus gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.